Aus welchen Gründen auch immer, ja, wir diese Statuen irgendwie davor schieben müssen. Ich frage mich übrigens, vielleicht kann mir irgendeiner von euch das jetzt tatsächlich mal beantworten. Ich weiß, dass einige Terranigma-Experten dieses Let's Play hier gucken. Ich habe mich immer gefragt, was genau die Entwickler einem hier in Astarica sagen wollten. Weil diese ganze Geschichte mit Myla, bla, bli, blub, das sind alles so Sachen, das wird später nie wieder aufgegriffen. Das ist irgendwie einfach nur absolut abgefahren, abgedreht. Es ergibt absolut keinen Sinn. Macht storytechnisch, Lachse hält Kampfanzug, das macht storytechnisch so, es ist total unerheblich, diese Episode hier, und es ist einfach nur verwirrend. Wandelt Stärke und Glück gegen Verwirrung. Aha, na gut, mittlerweile Drachenrüstung und Seelenpanzer dann doch ein bisschen besser. Macht einfach alles keinen Sinn. Nö, irgendwie. Warum? Pupilla prallt auf. Toll. Warum? Wofür ist das, liebe Terranigma-Entwickler? Was wollt ihr sagen? Ich habe ja, oder beziehungsweise meine Vermutung ist einfach nur, dass es tatsächlich eine, mehr oder weniger Schwachsinns-Episode. Das soll einfach nur, sozusagen, irgendein Kult aus Südamerika darstellen. Oder so, weiß ich nicht, seltsame Gebräuche in Südamerika eben. Eingeborenen Stämme oder so, keine Ahnung. Die ihre eigenen seltsamen Riten pflegen und irgendwas in der Art. Aber jetzt was großartig anderes konnte ich mir eigentlich nie drunter vorstellen. Oder vielleicht täusche ich mich ja auch und es ist alles irgendwas total Tolles. Level 30 erreicht. KP steigt um 16, Stärke steigt um 2, Abwehr steigt um 2, Glück steigt um 2. Ja, vielleicht ist es auch irgendwas total Tolles und ich verkenne die Situation total und ich verstehe die ganze Tragweite hinter dieser Story überhaupt nicht und so. Wenn das der Fall sein sollte, dann tut's mir unendlich leid, aber ich check's offen gesagt nicht. Vielleicht kann's mir irgendjemand schreiben. Ich habe auch noch nie irgendwas drüber gelesen, über die Episode hier in Astarica. Schreibt irgendwie keine Sau was drüber. So. Jetzt wird es nämlich noch komplizierter. Unglaublich. Hast du den richtigen Kelch ausgewählt? Also warst du am Leben. Ich kann die Szene von vor einem Jahr sehen. Du befandest dich an der Rückseite des Altars. Du warst so einsam. Doch du hast das Jahr der Einsamkeit überstanden und bist stark. Dieses Jahr kommt mir vor, als sei es jahrzehntelang. Jeden Tag hatte ich Angst, die Kerze des Lebens könnte erlöschen. Doch es kam nicht so weit. Erst jetzt erkannte ich die wahre Bedeutung der Götter. Menschen sind sehr pathetisch. Getrieben von Wünschen leben sie im Elend. Dieses dümmliche Ritual dient dazu, über andere Stämme Macht zu gewinnen. Ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Was machst du? Ich mache dich zum Gott. Zum Todesgott. What the fuck? Egal. Melina, halt! Was ist denn an einem endlosen Leben schlecht? Feider, hör auf! Es ist zwecklos, jetzt etwas zu sagen. Niemand wird es verstehen. Genau, niemand versteht es. Bevor ich die Welt verlasse, will ich dir etwas offenbaren. Nur Menschen kennen die Emotion Liebe. Roy. Feider, ich liebe dich. Nach unserer Wiedergeburt treffen wir uns wieder. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es null, nee, tut mir leid. Aber ich habe genug von den Menschen. Wenn sie verschwinden, herrscht Ruhe. Okay. Der Kelch hinter dir ist bis zum Rand gefüllt. Trink. Egal welcher. Ich nehme den hier. Die 3 ist meine Glückszahl. Oder auch nicht. Was? Ha, ha. Das Ende des Lebens ist banal.
Wow. Was für ein Trip. Was auch immer in diesem Kelch drin war. Oh Mann, was für ein Traum. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Was auch immer in diesem Kelch drin war, es war seltsam. Der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Also wirklich alles nur Einbildung oder so? Soll uns das sagen? In dem Kelch war am Ende auch überhaupt gar nichts drin? Oder was? Ne. Lachs erhält Mondstein. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es kein bisschen. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr über etwaige Interpretationsvorschläge und Ansätze unter diesem Video freuen, weil ich möchte das erste Mal in meinem Leben irgendwie die Episode hier in Astarica verstehen. Ich würde es wirklich sehr gerne verstehen. Es wäre sehr schön. So, Polynesien ist uns egal. Die Goldküste, die ist uns nicht egal. Denn wir haben zum einen die Flugzeugpläne, die wir dort abgeben können. Und zum anderen müssen wir hier auch gleich noch etwas besuchen. Bap, 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 bap. Denn hier in Australien auf einem Berg gibt es den letzten den vorletzten Mondkristall, Mondstein. Mondstein, Flieg und Sieg, ihr wisst schon, was ich meine. So, Utensilien. Hallo Leute, ihr wisst nicht, was ihr aus eurer Stadt machen sollt? Naja, es gibt da sowas. Ich find's interessant, dass die Leute hier aber eine Landebahnskizze brauchen und die Leute in Devota nicht. Auf gut Glück eine Landebahn gebaut, ist schon recht. Was? Was hast du da? Was? Was? Kann man damit Landeplätze für die Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Sicher. Natürlich. Das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Lachs übergibt die Landebahnskizzen. Großartig. Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Oh ja, das werden wir. Wir werden sofort schnu, schnu, schnu und so weiter. Ja. Und wenn die Stadt dann total ausgebaut ist und so, dann bekomme ich was nochmal? Ach, dann bekomme ich den Kristall auf dem Regal, genau. Entschuldigung. Ich war gerade geistig ein bisschen abwesend. Was mich übrigens zu einer Sache bringt. Wir haben, also jetzt nur, weil wir in der Goldküste drinnen waren, wir haben nicht nur die Ölsardinen zum Feinschmecker gebracht. Der Typ mit den Ölsardinen hat trotzdem ziemlich viel Geld verdient und er war dann am Wiederaufbau Seeheims beteiligt. Was ist mit dem Typ, von dem wir das Filet bekommen haben? Der müsste doch auch ziemlich viel Kohle verdient haben, oder? Weil das Filet dadurch bekannter wurde? Weil seine Farm dadurch bekannter wurde? Könnte man an den Typen theoretisch auch einen Brief aus Seeheim abgeben? Ich glaube, ich habe das noch nie ausprobiert. Aber das wäre mal interessant zu wissen. Von der reinen Logik her müsste es ja funktionieren. Und dann würde es ja quasi gesehen 10 Leute auf der Welt geben, denen man 9 Seeheim-Briefe geben könnte. Vielleicht geht das. Müsste ich, wenn ich das Spiel irgendwann nochmal spiele oder so, ich glaube, dann probiere ich das einfach mal aus. Mir kommen so viele interessante Gedanken bei diesem Let's Play, es ist schön. So, der Typ hier ist interessant. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Sicher, dass du Wissenschaftler bist? Willst du mir zuhören? Ja, klar. Die Natur wird zerstört. Früher war sie dem Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte nach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich solle ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein. Seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Lachs erhält den Mondstein. Was für ein Zufall. Na gut. Okay, danke. Die Leute denken nur an heute. Niemand denkt an morgen. Das ist jetzt natürlich auch wieder sehr gesellschaftskritisch, was hier aufgegriffen wird, ja. Die Menschheit macht sich absolut keine Gedanken. Keiner mehr, der über das
morgen oder übermorgen nachdenkt oder so, sondern immer nur heute, 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 tralali, tralala, tralahopsaster. Ja, wird schon irgendwie gut gehen, lalalala, ja, nächster. Mich würde noch was interessieren. Nämlich, wo steht hier der gute Heinz rum? Der war doch oben bei dem Filet-Fuzzi, oder? Ich glaube ja schon. Ob Heinz nämlich sagt, dass Seeheim, Quatsch, dass die Goldküste mittlerweile auch zu 100% ausgebaut ist. Rein wirtschaftlich, notwendig, Wachstumsrate, 100%. Okay, gut. Wenn es 100% beträgt, dann habe ich eigentlich alles gemacht. Dann kommt es jetzt nur noch darauf an, keine Ahnung, dass ich vielleicht nochmal woanders schlafe oder solche Geschichten. Also, kann alles sein. So. Also, es kann aber nicht sein, dass wenn ich hier schlafe, dass dann plötzlich über Nacht sich das Hotelzimmer verändert. Also, soweit haben die Entwickler dann doch mal mitgedacht. Also, das funktioniert leider nicht. So. Jetzt haben wir... Halt, Moment, genau. Eine Sache können wir da noch machen. Bevor wir, glaube ich, speichern. Weil ich nehme jetzt schon wieder relativ lange auf und habe schon wieder so viele Aufnahmen vollbracht und aufgenommen. Das ist der Wahnsinn. Was wollten wir denn? Eigentlich suche ich etwas. Gab es hier nicht irgendwo ein Wohnhaus? Ein wohnliches Haus? Ein gewissermaßen ein Haus, in dem Leute wohnen? Mir war doch so. Tatsächlich. Lisi! Noch herrscht eine gewisse Distanz zwischen Lisi und uns. Das wird sicher eine Zeit dauern, bis wir uns aneinander gewöhnen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Als Zeichen des Dankes wollen wir dir diesen blauen Stein überreichen. Das ist nett von euch. Lisi wird wieder bei mir sein. Mein Traum wird Wirklichkeit. Danke. Von ganzem Herzen, danke. Hab Dank. Wow. Wir haben eine... Wir haben die Familie wieder zusammengeführt. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Gut. Okay. Bleibst du über Nacht? Ja klar. 5 Taler? Ja klar. Ich habe genug Geld, um hier zu übernachten. Ich habe genug Geld, um das Haus zu kaufen. Ich habe genug Geld, um die Stadt zu kaufen. Ist egal. Nimm das Zimmer links. Damenbesuch ist untersagt. Ja, nee, ist klar. So. Dürfte auch gar niemand mehr oben sein. Egal. Ach so. Ja, das war die billige Absteige hier. Wie diese Fliege oder Mücke oder was auch immer die ganze Zeit um einen herumkreist. Deswegen auch nur 5 Taler. In Seeheim sieht das Ganze viel hübscher aus und da kostet es auch nur 5 Taler. Jetzt mal ehrlich. Die sollten sich mal Gedanken machen diesbezüglich. Egal. So, wie gesagt, ich hatte viel aufgenommen, aber für den Moment machen wir dann einfach mal eine Pause. Schnupsen! Wir haben mittlerweile Level 30, was schon ziemlich gut ist, aber... Nein, für den letzten Endgegnerkampf lasse ich mir nochmal was einfallen, beziehungsweise ich werde nochmal leveln gehen. Wie gesagt, das mache ich dann bei Zeit, wenn es dann soweit ist. Eine Sache, die wir aber kurz nochmal gucken können, genau, damit wir alle nochmal Bescheid wissen. Genau, Mondstein mal 4. Wir haben 4 Mondsteine. Es fehlt noch ein einziger Mondstein. Ihr habt noch keine Ahnung, wo der Mondstein zu finden ist? Naja, zugegebenermaßen. Der Wahrsager hat es nicht gesagt. Wir haben jetzt alle Orte hier abgeklappert, die er gesagt hatte. Aber es gibt jetzt noch einen Ort auf der Welt, den wir wieder besuchen könnten, weil sich dort etwas verändert hat. Und unter Umständen finden wir dort ja den Mondstein. Mal gucken, wer weiß, was für ein Ort das ist. Ansonsten haben wir so ziemlich alles. Ich glaube, wir können jetzt so sagen, wir haben so ziemlich alles in der Weltgeschichte abgegrast. Wir müssen nur noch darauf warten, dass sich die Goldküste und Ahola zu 100%, also dass sich Städte ausbauen. Aber ansonsten... Nö. Ansonsten haben wir so ziemlich alles gemacht, was man in diesem Spiel machen kann. Und der Rest ist dann wirklich nur noch Story. Darauf können wir uns alle schon freuen. Mal gucken, wie weit wir in der nächsten Aufnahmesession kommen. Aber ich gebe dem Ganzen noch maximal 2 oder vielleicht maximal 3 Aufnahmesitzungen. Und dann sollten wir wirklich mit dem Spiel durch sein. Ich freue mich. Gut, ich hoffe, ihr freut euch auch. Und noch mehr würde ich mich natürlich über Kommentare und jegliches Feedback weiterhin freuen. Ich war der Herringway. Das war Terranigma für den Moment. Ich sage jetzt einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.